Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Andersdenken. Ich habe mich doch anders entschieden und möchte nicht über Politik reden, sondern über den Menschen. Denn letztlich besteht Politik aus Menschen. Und dann müssen wir wissen, wer ist der Mensch überhaupt? Wer sind wir? Und wer der Titel meines eigenen Buches, woher weißt du, wer du bist? Und wir glauben ja alle, wir wissen eigentlich recht gut, wer wir selber sind. Das ist ein ganz großer Irrtum. Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Vorstellung meines eigenen Buches, woher weißt du, wer du bist? Dumme Frage, werde ich sagen. Ich weiß doch, wer ich bin. Das weiß doch eigentlich jeder Mensch von sich, erkennt sich doch am besten. Nun, dann werde ich Ihnen von einem Versuch erzählen des Benjamin Libet, der eine ganz andere Frage auf unsere menschliche Existenz wirft. Benjamin Libet hatte vor mehreren Jahrzehnten folgenden Versuch gemacht. Er hatte einen Menschen, den Schädel verkabelt zu Hirnstrommessungen, das haben Sie sicher auch schon mal gesehen, und wollte einfach wissen, wie schnell eigentlich jemand reagiert, wenn er einen Entschluss fasst, bis dann das ausgeführt wird. Das heißt zum Beispiel, er bekam die Aufforderung, irgendwann muss er sich selbst auffordern, einen Arm zu heben, und dann kann man ja messen, was da ist. Und dann wird das ja so sein, man wird in dieser Hirnstrommessung Folgendes feststellen: Im Vorderhirn wird der Befehl erteilt. Dann baut sich ein Bereitschaftspotenzial auf, das praktisch bereit macht, das ganze Hirn etwas zu tun, und dann feuert die Neuronen ab, die dann die Muskeln heben. So hat er sich das vorgestellt, und er hatte dazu eine Uhr mit einem schnell laufenden Zeiger hingestellt, weil er wollte wissen, wie rasch geht das vor sich, die Entschlussfassung bis zur Ausführung des Befehls. Da trat nur etwas ganz Dummes auf, was sich die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Und was sie auch mit modernsten Methoden, zum Beispiel über Magnetresonanztomographie, noch nicht hat erklären können. Die Reihenfolge war nicht etwa so, sondern es baute sich das Bereitschaftspotenzial auf. Dann wurde der Befehl gegeben und dann wurde die Ausführung gemacht. Jetzt aber die Frage, wer hat den Befehl dann gegeben? Der taucht in der Messung gar nicht auf. Und das hat zu heftigen Streit innerhalb der Wissenschaft geführt. Und ich denke, ich habe eine Erklärung, eine sehr spannende, über unsere menschliche Existenz dafür gefunden. Und ich möchte Ihnen dazu mal einige Zitate bringen. Alles, was Wissenschaft mich lehrt und noch lehrt, stärkt mein Glauben an ein Fortdauern unserer geistigen Existenz nach dem Tod. Was meinen Sie, wer das gesagt hat? Ein Spinner? Nö, Werner von Braun, der die Leute zum Mond geschossen hat, also im Grunde genommen Techniker. Jetzt ein anderer. Wir sind mehr, als wir zu sein scheinen. Und wir wissen mehr, als wir zu wissen glauben. Auch komisch, ne? Wie kann das sein? Richard Czitowicz, Professor für Neurologie. Die sagen also so merkwürdige Sachen. Manche durchaus noch der wissenschaftlichen Hauptströmung angehörende Wissenschaftler scheuen sich nicht mehr oft zu sagen, dass das Bewusstsein neben Raum, Zeit, Materie und Energie eines der Grundelemente der Welt zu sein könnte, möglicherweise sogar grundlegender als Raum und Zeit. Jeremy Hybert, ein Kernphysiker und Molekularbiologe. Was meint er denn damit? Das ist eigentlich merkwürdig, ne? Wir wissen doch, was unser Gehirn ist. Das ist doch Materie, denkt man, ne? Ein anderer Spruch. Wir sind wie Inseln im Ozean, an der Oberfläche voneinander getrennt, aber in der Tiefe miteinander verbunden. Das heißt, wir alle sind miteinander verbunden? Ich denke ja. Und in meinem Buch kann ich es beweisen, aber ich werde Ihnen das nicht verraten. Jetzt ein anderer Spruch. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch. Aber auf den Grund des Bechers wartet Gott. Was für ein Spinner war das denn, denken Sie, ne? Werner Heisenberg, einer der berühmtesten Quantenphysiker der Welt weit. Auch komisch, wie die da hinkommen. Wenn wir Materie immer mehr auseinandernehmen, bleibt am Ende nichts übrig, was uns an Materie erinnert. Am Schluss ist kein Stoff mehr, nur noch Form, Gestalt, Symmetrie, Beziehung. Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt. Hans-Peter Dürr, einer der ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts, den ich persönlich kennengelernt habe und dem wir auch in der Arbeitsgemeinschaft zusammengearbeitet haben. Bei der Wechselbeziehung zwischen den Teilchen steht die Zeit still. Es ist, als ob bei der Quantentelepathie die Zeit außer Kraft gesetzt ist. Quantentelepathie? Antoine Chouard, ein Physiker.
Jetzt kommt ein eher lustiger Spruch. Während die Mediziner noch an die Physik glauben, glauben die Physiker längst wieder an den lieben Gott. Jakob von Uexküll. Da könnt ihr sogar mit Recht haben. Medizin ist für mich sowieso keine Wissenschaft. Das ist der nächste Spruch. Eine Wissenschaft, die den Geist nicht in ihr Denken mit einbezieht, kann nicht zur Wahrheit vordringen. Die Existenz einer Schöpferkraft muss in den Wissenschaften als eine unbezweifelbare Tatsache akzeptiert werden. Raten Sie mal, wer das war. Max Planck. Kennt jeder. Jetzt, die physikalische Theorie legt in ihrem derzeitigen Zustand entschieden nahe, dass der Geist nicht durch die Zeit vernichtet werden kann. Erwin Schrödinger, einer der berühmtesten Quantenphysiker. Was heißt das, er kann durch die Zeit nicht vernichtet werden? Das bedeutet doch, wenn ich sterbe, lebt mein Geist weiter, oder? Anders kann es doch gar nicht gemeint sein. Aber wer ist das dann, dieser Geist? Ist das unser Unterbewusstsein? Wir werden darüber sprechen. Und jetzt kommt wohl auch einer der berühmtesten. Wir müssen erkennen, dass wir sowohl spirituelle Wesen mit Seelen, die in einer spirituellen Welt existieren, als auch materielle Wesen mit Körpern und Gehirn sind, die in einer materiellen Welt leben. Sir John Eccles, auch einer der allerberühmtesten Quantenphysiker. Da staunt man doch, was der sagt. Der sagt, wir sind beides. Wie das eine, wie das andere. Dieses sowohl kenne ich auch in dem Gespräch mit anderen Quantenphysikern. Wir hatten eine Diskussionsrunde zwischen Medizinern und Quantenphysikern und trafen uns öfter. Da war uns das auch klar. Dieses sowohl als auch hat mir übrigens auch der Hans-Peter Dürr beigebracht. Jetzt könnten Sie selbst Gedanken machen, wer Sie dann wirklich sind. Und ich denke, das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Aber Sie können schon mal so versuchen, selber eine Theorie aufzustellen. Es ist hochinteressant. Ich gebe Ihnen noch ein paar Tipps. Telepathie, also Gedankenübertragung, gibt es das? Ist das möglich? Da will ich etwas zu erzählen, was nicht bewiesen ist, aber was man gehört hat. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg berichteten Frauen darüber, Mütter, dass sie nachts auf einmal wach wurden und ihr Kind, ihr Sohn, der an der Front kämpfte, rief Mutter. Klingt verrückt, ne? Und dann haben sie schon unruhig gewartet, bis der Briefträger kam in den nächsten Tagen. Denn der brachte damals noch dann die Post und die Mitteilung, dass der Sohn tot war. Das kann man natürlich nicht beweisen. Interessant ist aber auch in dem Zusammenhang, Ärzte und Sanitäter an der Front in Lazaretten erzählten oft, dass die jungen Menschen, die waren ja manchmal nur 17, 18, 19 Jahre alt, die im Sterben lagen, nach der Mutter schrien. Könnte es das geben? Ich versichere Ihnen, das kann es geben. Da hat nämlich einer Versuche auf dem anderen Gebiet gemacht und etwas Erstaunliches festgestellt. Darüber werde ich beim nächsten Mal sprechen. Machen Sie also mal Gedanken darüber.